Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Und heute ist das Thema: Mach dich krass mit Babybauch. Eigentlich total unpraktisch und sollte man nicht tun, wenn man schwanger ist, so heftig Sport machen. Aber gut, wir drücken mal ein Auge zu, denn ihr seht, es tut echt verdammt Not. So, und außerdem wollten wir in den letzten Folgen ja schon abnehmen, aber irgendwie hat das nicht geklappt, obwohl die Gute doch schon recht viel Sport getrieben hat. So, übrigens, heute Abend Livestream. Ah gut, das kann aber auch sein, dass das Video erst online kommt, wenn ich schon fast in den Startlöchern stehe. So, okay. Von daher werdet ihr vielleicht gar nicht mal so überrascht sein. So, Niki ist schmutzig. Oh mein Gott. Und die beiden, Tyler ist zur Schule und ihr beiden macht noch Hausaufgaben, oder? Kann es sein? Du isst. Wie jetzt? Das war's schon wieder. Geh mal bitte duschen. Und danach darfst du mal weitermachen. So, wir schauen mal in den Garten. Hier ist noch alles schick, aber hier kann einiges weiterentwickelt werden. Wie weit sind wir eigentlich? Zweites Trimester in 15 Stunden. Oh Mann, ich will jetzt schon die Babys. Mann, ich kann es nicht mehr abwarten. Das ist echt doof, diese Warterei auf den Nachwuchs. So, vor allem, wenn man ihn so dringend braucht wie jetzt. Warte. Schule? 24 Stunden bis... Wieso? Warte mal, wo bist du? Was machst du? Warum gehst du nicht zur Schule, Clara? Sie ist echt hübsch. Ich mag sie. Ich weiß nicht. Obwohl sie gerade Mist baut und nicht zur Schule geht, warum auch immer. Ja, ich weiß es nicht. Gut, wir widmen uns wieder der Niki. Denn, die muss sich ranhalten. So, sie ist wieder sauber, also kann sie... Nein, kein Kuchen essen. Ausdauerlauf. Mach es bitte. Tu es. So, und die Clara... Ach, die Marie. Warte mal. Die haben wir vergessen ausziehen zu lassen. Warte mal, Betten verwalten. Dann werden wir das gleich mal tun. Niki muss übrigens noch zu zwei Dates gehen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber ich denke mal nicht in diesem Part. So, okay. So geht das hier. Wenn ihr Sims ausziehen lassen wollt, schaut euch das einfach nur an. Und dann wisst ihr, wie es geht. So, und das wäre es auch schon. Die Marie ist jetzt ausgezogen. Und wir können weitermachen. Übrigens, auf dem Zweitkanal wird es dann ab nächste Woche weitergehen. Ich spiele ja nebenbei noch so ein bisschen Florenzia. Und bin gerade auf dem großen Charakter und der hat Ketten, die in 7 Tagen ablaufen. Deswegen, so lange bleibe ich, 6 oder 7 Tage sind es noch. Und deswegen bleibe ich noch so lange auf dem großen Charakter. Und wenn die Ketten abgelaufen sind, dann komme ich. Dann spielen wir mit dem Kleinen weiter und dann geht es auch auf dem anderen Kanal live weiter. So, meine Gute, du kannst dich mal nützlich machen. Wie wäre es denn, wenn du hier einfach mal bewässern gehst und Niki rennt ja noch. Genau, perfekt. Niki hat keinen Job. Was für eine Überraschung. Bei 3 Verabredungen Gold verdienen. Alles klar. Okay, das heißt, wir brauchen sogar noch 3 Goldverabredungen. Das ist ja blöd. Okay, gut. Aber das kriegen wir hin, da sehe ich echt keine Problematik da drin. Und von daher wird schon alles werden. So, hat die Gartenfähigkeit erworben. Wir brauchen ja sowieso noch jemanden, der ein bisschen im Garten hilft. Die Tantiemen sind da. 901 Simoleons. Mensch, ist ja fast wie ein fester Job. Okay, hier liegen Hausaufgaben. Von wem sind die? Das wüsste ich gerne mal. Ach, die Clara ist nicht zur Schule gegangen, weil sie ja erst gealtert war.
Genau, deswegen war das, glaube ich. Die Clara, war das die letzte, die gealtert ist? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Okay, so, du rennst noch fleißig. Irgendwas ist doch hier kaputt. Jawohl, die Dusche. Na klasse. So, komm, gib dir Mühe, meine Gute. Wir haben noch einiges vor. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein bisschen schneller. Und wartet mal, die Clara. Erhalte eine Fähigkeit, um. Erhalte eine Fähigkeit, um drei Level. Ach, um drei Level zu erreichen. Jetzt verstehe ich das. Das war echt gerade ein bisschen blöd beschrieben. So, wir rennen mal einfach ein bisschen schneller und hoffen, dass das was bringt. Diesmal, dass das diesmal was bringt. Und was können wir denn die Clara noch machen lassen? Warte mal, sie braucht drei Fähigkeiten. Man will ja auch nicht immer dasselbe machen. Logisch, ne? Daniel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Unser großer Bruder gratuliert uns zum Geburtstag. Können wir irgendwie Witze schreiben oder sowas? Witze. Warte mal, was war sie denn? Inventar. Sie war die Kreative, kann das sein? Bücherwurm, Kreativgrüblerin. Okay, wartet mal. Dann würde ich sie eher dazu bringen, vielleicht ein Buch zu schreiben. Genrebuch schreiben, Kinder. So, damit sie halt in diese kreative Richtung geht, was das Schreiben angeht, weil wir haben ja schon die Charakterzüge so gegeben, dass sie in diese Richtung geht. Und da wäre das, glaube ich, sinnvoll, wenn wir das machen. Okay, tu es. Gleich kommt die Meldung. Tiger halten keine Schläfchen. Das ist ein Kinderbuch. Okay, Tiger halten keine Schläfchen. So heißt es jetzt. Ei, sie wollte gerade auf Toilette gehen. Naja, mal schauen, wie lange sie durchhält. Das ist voll gemein, oder? So, meine Gute, sehen wir bei dir schon Erfolg? Also, das sieht noch ganz schön heftig aus, oder? Ja, lauf mal ein bisschen schneller. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller, weil die Clara sitzt am Computer, die Niki ist auf dem Laufband und strampelt sich einen ab. Und ein bisschen lassen wir sie noch machen und danach würde ich sagen. Ich überlege gerade, wie lange. Machen wir mal bis halb. Und danach kann sie ja mal Essen machen, wenn die Kinder von der Schule kommen, dass sie dann direkt etwas zu futtern bekommen. Weil ich denke mal, der Kühlschrank ist echt leer. Gut. Oh, jetzt ist es doch schon 50. Na gut, egal. So. Oh, wow. Hier sieht es aus wie im Schweinestall. Ganz ehrlich. Also, ein Gourmet-Menü zu bereiten. Wir machen mal Gourmet-Menü. Weil. Oh, Caprese-Salat. Das haben wir beim Italiener immer gegessen. Knoblauchnudeln. Oh, das klingt alles so verdammt gut. Da kriegt man Hunger. Wahnsinn. Okay, dann werden wir mal ein bisschen aufräumen. Also, die Niki macht die Knoblauchnudeln. Oh, die hätte ich jetzt sofort essen. Die täte ich jetzt echt sofort essen. So, der ist noch gut. Das ist schlecht, das kommt auch weg. Und den Kuchen stellen wir eine Stunde, 11 Minuten. Naja, gut. Wenn wir den in den Kühlschrank stellen, dürfte der noch ein bisschen länger halten. Okay. So, Clara, du gehst zocken. Nein. Du kannst mal bitte die Dusche versuchen zu reparieren, gib dein Bestes. Und Niki, du hörst mal bitte auf. Es reicht erstmal für heute. Und ich glaube, ja, es hat was gebracht. Ich denke schon. So, wer kommt hier? Hallo, haben wir schon ein Kind von dir? Abel Arthur, ja. Lauf weiter. Du bist leider schon ein Papi von unseren Kindern. So, hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Clara jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Ja, okay. Muss eine Frau können. Kein Thema. So.
Wie weit sind wir eigentlich beim Gourmet-Kochen? Das müsst ihr auch schon, ja, ganz schön... Oh, fast perfektioniert. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können ja generell mal ein bisschen mehr backen und sowas, aber wir haben noch so viel zu tun. Der Garten braucht schon wieder Pflege. Wir haben echt noch so viel zu tun, dass wir kaum Zeit dazu haben. Ich möchte ja auch schon die ganze Zeit... Oh, shit. Okay. Wieder eine Fähigkeit perfektioniert. Ich dachte jetzt echt, das dauert noch ein bisschen. Wir werden nochmal den Garten pflegen mit der Niki. Und ja, wie gesagt, wir haben irgendwie so viel vor, zu dem wir eigentlich gar nicht kommen. Also bei uns fehlen definitiv die Teenager im Haus. Das ist mies. Das ist echt mies. Gut. Okay. Ihr könnt mal bitte eure Hausaufgaben machen. Wie geht's denn euch? Dir geht's ganz gut. Dir geht's auch ganz gut. Gut, dann steht den Hausaufgaben definitiv nichts mehr im Wege. Und tut das mal bitte. Und danach könnt ihr euch frei beschäftigen, wie ihr das möchtet. Gut, Niki ist im Garten. Perfekt. Und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich auch mal vor, wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Mit Schreiben, mit Malen, irgendwie sowas. Aber irgendwie zurzeit, man kommt zu nichts. Ich weiß nicht warum. Es geht einfach nicht. Man kommt einfach zu nichts. Warum auch immer. So, du kannst mal bitte weiterschreiben. Schreiben üben. Mach mal weiterschreiben. Tiger halten, keine Schläfchen. Und, was machst du? Müll lernen. Alles klar. Wehe, sie schmeißt es jetzt irgendwie. Nee, sie kam nicht dazu. Stimmt, der Müllhaufen war nämlich von der Dusche. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie der Müllhaufen da hinkommt, aber wir hatten ja die Dusche repariert, genau. So, wir können übrigens auch die Wände mal hochschalten, weil das Haus ist so groß. Mittlerweile so groß, dass es gar nicht mehr stört, wenn die Wände komplett oben sind. Ja, Kleinkinder fehlen auch. Und ich sehe gerade hier, unten ist das Einzige, was noch nicht gemacht ist, der Flur. Dann ist unten komplett fertig. Wir haben eine riesengroße, geniale Küche und ich finde die toll. Auch die Farbe, ich finde, das passt. Ich finde das Haus richtig toll. Ja. Gut, wenn du fertig bist, kannst du mal... Kannst du eigentlich auch schon Personal einstellen? Nein. Mir fehlt das ja bei Sims 3. Da hatten die Kinder ja so einen kleinen Backofen, da konnten die sogar Muffins und sowas machen. Das war voll cool. Öffnen, warte mal, da ist was Verdorbenes drin. Das machen wir mal raus. Das müsste das hier sein. Und der Kuchen, nein, der ist noch nicht verdorben, okay. Dann kannst du dir mal hiervon ein Gericht nehmen und lass es dir schmecken. So, danach kannst du duschen gehen. Gott, ich muss erstmal mit der Maus klarkommen. Ich habe eine neue Maus. Und das ist total ungewohnt. Level 2 der Schreibenfähigkeit erreicht. Sehr schön. Niki noch draußen im Garten? Sie ist. Alles klar. Gucke mal, du kannst dann mal bitte noch alles ernten und dann noch die ganzen Pflanzen weiterentwickeln, die... bei dem man das machen kann. Weiterentwickeln. Nee. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht warum. Eigentlich sieht man ja, was blinkt. Aber ich muss mal gucken. So, wir könnten ja eigentlich rein theoretisch auch mal wieder düngen. Oh, andauernd die Pinnwand voll. Das gibt's doch nicht. Okay. Oh, sag nicht, du... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du kommst schon wieder nicht dran. Der Garten ist so groß und die kriegt es nicht hin. Also manchmal ist es echt verbuggt. Aber was ist denn jetzt hier noch nicht weiterentwickelt? Ist doch alles. Täusche ich mich? Was ist mit dir verkehrt? Also ernsthaft. Nee, gucke mal. Hier ist noch was, was du weiterentwickeln kannst. Ist das gerade erst geworden? Ich weiß gar nicht.
Guck mal, Madame. Schwing dein Hintern. Und ja, ich würde sagen, sie ist wieder schlanker geworden durch das Trainieren. Coole Sache. Okay. Gut, wir gehen mal duschen mit der Guten, weil die ist auch echt gerade am Müffeln. Und dann schauen wir mal, was machen wir denn mit den Kids? Schreibt die Clara noch ihr Buch? Jawohl, sehr schön. Du schreibst noch. Wie lang noch? Ein bisschen noch. Okay, perfekt. Und dann werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns im nächsten Part ein Date suchen, mit dem wir eine Verabredung machen können. Die Stimme hängt schon wieder die ganze Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich aufnehmen möchte oder dabei bin, versagt die Stimme. Habe ich einen Frosch im Hals? Das gibt's nicht. Was für eine Errungenschaft! Clara hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar. Ja, also Buch ist fertig. Deswegen können wir das jetzt mal veröffentlichen gehen. Selbst veröffentlichen. Tiger halten keine Schläfchen. Perfekt. Und dann hoffen wir mal, dass es ein gutes Anfangsgehalt gibt. Wie sie müde ist, es ist heftig. Okay, aber ich glaube, sie müsste fast Level 3 sein beim Schreiben. Sie kann ja sowieso noch mal ein Buch schreiben. Wir haben Donnerstag. Das heißt, morgen ist Freitag in dem Spiel. Und danach ist Wochenende. Das heißt, am Wochenende kann sie dann ihre Schreibenfähigkeit auf Level 3 weiter ausbauen oder halt noch ein Buch schreiben. Und dann halt nebenbei das Schreiben Dingsbums fertig machen. Also so fertig machen, dass sie in der Schule befördert werden kann, wollte ich gerade sagen. Also dass sie dann Einser Schülerin werden kann. So. Genau, jetzt haben wir es. Was haben wir denn so Lustiges im Inventar? Neun Trauben. Und oh, tut mir leid. Und 21 Erdbeeren. So, wir verkaufen alles. Wir könnten eigentlich mal wieder düngen. Ja, dazu ist es jetzt leider zu spät. Warte, nein. Du wäschst nicht ab. Stell es hin. Bitte stell es hin. Du bist ein Arsch. Du hast gerade die Teller zusammengestellt. Das sollst du nicht tun. So, okay. Hier ist voll Action auf der Wasserrutsche. Mal zugucken. Warum machst du nicht mit? Rutschende Sims beobachten. Rutschen, rutschen. Mach mit. Mach einfach mit. Ich finde das ja voll cool. Wir benutzen die viel zu selten. Das ist eigentlich total cool, dass die Wasserrutsche die Fähigkeit Athletik steigert, oder? Ist es Fitness oder was ist denn das hier gewesen? Sozialmotorik. Ich würde schon sagen Fitness, oder? Ja, Fitness, genau. Fitness ist unsere Niki Level 7. Wie viele. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles schon perfektioniert? So, Charisma haben wir fast komplett. Comedy sind wir auch schon auf Level 7. Feinschmecker kochen haben wir heute komplettiert. Gartenarbeit ist voll. Geige auch fast. Also das müssen wir auch mal fertig machen. Und Geschicklichkeit sind wir auch schon recht weit. Kochen ist fertig. Malerei ist fertig. Das war, glaube ich, das Erste, was fertig war. Und der Rest ist alles noch ausbaufähig. So, okay. Sie schläft. Warum? Niki, wir haben noch so viel mit dir vor. Ich weiß nur gerade nicht, was. Wir könnten ja mal bei der Geigenfähigkeit anfangen. Kannst du einfach mal das fertig machen? Zu Tränen rühren, zu Inspiration streichen. Wir können ja mal zur Inspiration streichen. Und dann ein Lied schreiben, ein sentimentales Stück, eine lebhafte Tonfolge. Wir machen mal die lebhafte Tonfolge. Oh mein Gott, und gleich kommt's. Wir sollen wieder den Titel festlegen und wir nehmen wieder den, der sowieso schon vorgegeben ist, weil ich so total unkreativ bin. So. Okay. Wow, sehe ich da ein Sixpack?
Hat sich das Trainieren etwa gelohnt? Also, ja, Niki ist wieder echt schlank geworden. Das müsste immer mal so sein. Also, ich habe damit keine Probleme, aber viele sagen das immer, oh, ich nehme nicht ab. Die Sims steigen 3 Stunden auf das Laufband und sind schlank wie eh und je. So, perfekt. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen erstmal Cut. Ich hoffe, wir sehen uns später. Oder das nächste Mal wieder, je nachdem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.